Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Text zur Jahreslosung von 2020. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube, ich stehe mir oft im Wege. Ich überlege, wege ab, grüble viel, übles Spiel. Meine Zukunftsmusik ist die Selbstkritik und mein Tunnelblick legt den Glauben lahm, macht ihn unwirksam. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist das nicht Selbstbetrug, in einem Atemzug zu sagen, ich glaube und dann wieder nicht? Oder entspricht das vielleicht meiner Situation? Ich drehe mich oft im Kreis, weil ich einfach nicht weiß, wie man richtig glaubt. Sind Fragen erlaubt oder sind sie tabu? Ich kann nicht immer zu allem Ja und Amen sagen. Zu viele Fragen, die das Leben stellt. Meine Lebenswelt ist zum großen Teil alles andere als heil. Bröckelnde Fassaden, Nebelschwaden, Totalschaden. Der seidene Faden, an dem mein Glaube hängt, droht zu reißen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der erste Teil ist ein Bekenntnis, der zweite ein Gebet, denn der Unglaube steht dem Glauben oft im Wege, kommt ihm ins Gehege wie ein nerviger Kollege, ein Bedenkenträger, ein Zweifelerreger, der die nackten Fakten so sehr fokussiert, dass sich der Glaube mehr und mehr verliert. Ich glaube, aber. Mein Glaube ist eher ein Aberglaube, ein Ja-Aberglaube. Ein Glaube mit Einwänden aufgrund von widrigen Umständen, Stolpersteinen und Strapazen. Glaube ist eine Reise und bezieht ehrlicherweise Zweifel mit ein. Glaube ist nichts Sagenhaftes, auch nichts Heldenhaftes, aber Glaube schafft es trotz Ungereimtheiten, die das Leben begleiten, trotz Pleiten, trotz Schwierigkeiten, trotz herausfordernder Zeiten weiter zu hoffen. Die Zweifel offen zu thematisieren und Gott anzuvertrauen, auf ihn zu schauen und zu beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben.